Fährst du dieses Jahr über Neujahr wieder zu deinem Vater zum Skifahren? Nein, ich kann doch nicht das Essen bei deiner Oma verpassen. Stimmt. Ohne ihren Bratapfelpunsch ist es auch kein Silvester. Ja, das wäre wie Weihnachten ohne Carlsons Baileys Konfekt. Könnte meinen, bei uns geht's nur ums Essen und Trinken. Tut es doch auch. Wie gut. Prost. Wohl. Auf dass es immer so bleibt. Susi, wie weit sind die eigentlich in der Küche? Die Plätze sind fertig. Nur noch zu warm zum Essen. Ich darf irgendwas aufhalten, oder? Gucken wir im Kugelschrauben die Frage an. Ja, das schmeckt. Das schmeckt dir eine Dave. Gibt's dir Weihnachtsfress und Wave? Wir merken immer eine Geschichte. Was? Oh ja, eine Geschichte. Ihr wollt bestimmt wieder die Geschichte von der Kristallblume hören, oder? Ich dachte, wir wären unberechenbar. Es ist doch weihnachtlich. Es war einmal in einem fernen Land, da lebte eine junge Königin. Und es geschah um die Weihnachtszeit, dass die Hofgärtnerin eine kristalline Blume im Schlosshof entdeckte. Sie brachte sie zu der Königin und gemeinsam befragten sie die guten Feen nach der Bedeutung der Blume. Die Feen erklärten, dass zur Geburtsstunde einer guten Fee eine Kristallblume sprießen würde, die sich öffnen würde, wenn die Fee ihren ersten Wunsch erfüllen würde. Die Jahre vergingen. Die Jahre vergingen, jedoch ohne, dass sich die Blume öffnete. Als nun wieder einmal der Weihnachtstag anbrach, spielten der junge Prinz und die kleine Tochter der Gärtnerin gemeinsam im Hof. Meine Kristallblume. Wow! Und was kann die? Das weiß niemand so genau. Also jede Fee hat ihre eigene Kristallblume. Und die öffnet sich, wenn die Fee einen Wunsch erfüllt. Und du hast noch nie einen Wunsch erfüllt? Naja, doch, schon. Aber halt nicht so erfolgreich. Weil zum Schluss muss es eigentlich immer ein Happy End geben. Wieso? Das weiß ich nicht. Und was machst du, wenn sich die Blume nie öffnet? Das weiß ich auch nicht. Aber es ist doch Weihnachten. Zur Weihnachtszeit gehen alle Wünsche in Erfüllung. Weihnachten soll doch dieses Jahr nicht stattfinden. Ja, es stimmt. Das haben die anderen.
Vor Weihnachten hält man sich auch seine ganzen Ängste und Sehnsüchte fürs neue Jahr vor Augen. Aber Weihnachten fällt doch nicht aus, wenn man traurig ist oder wenn man sehnsüchtig ist. Weihnachten findet genau deswegen statt, wegen der Hoffnung. Die drei Kinder standen noch einige Zeit zusammen um die Blume herum und dachten über ihre ganz persönlichen Ängste und Sehnsüchte nach. Was wäre ein Happy End, das die Blume öffnen würde? Warum musste sich die Blume überhaupt öffnen? Was könnte in ihr verborgen liegen? Und warum war es so wichtig, es in die Welt hinaus zu entsenden? Gab es dafür einen anderen Weg? Dabei merkten sie kaum, wie über ihnen die Sterne zu leuchten begannen und leise Schneeflocken um sie herum tanzten. Die Lichter der Laterne schienen ihr eigenes Weihnachtslied zu summen. Und in dem nahegelegenen Dorf begannen die ersten Kinder damit, ihre Geschenke zu öffnen. Nur unsere. Die saßen stumm beisammen um die kristalline Blume. Ihnen war nicht kalt. Sie überlegten auch, welche Hoffnungen sich für sie in Weihnachten zeigten und welche Tradition sie für sich als die Liebsten sahen. Kannst du mir deine nennen? Plätzchenbacken, Punsch trinken, Geschenke bekommen. Mann, da habe ich nicht dran gedacht. Ich mag singen eigentlich auch ganz gern. Oh, und ich liebe diese Tradition, wo man eine Geschichte zerschnippelt und dann auf die Geschenke aufteilt. Ja, genau, und man muss die Geschichte erst vorlesen, bevor man auspacken darf. Woher kommt das eigentlich? Weiß ich nicht. Und was ist mit der Hoffnung?